Moin Moin und willkommen zurück beim Mini Motor Race. Heute machen wir weiter. Ich habe mal in der Zwischenzeit geguckt, bei Los Angeles habe ich eben gesehen, man schafft wohl 6600 Punkte. Zumindest habe ich bei Google eben gefunden. Da bin ich noch ein Stückchen weit von weg. Aber egal, was soll man machen? Wie gesagt, vielleicht machen wir einen zweiten Durchgang und vielleicht wird es dann besser. Aber ich würde sagen, wir versuchen jetzt erstmal Peking. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Ich bin jetzt nicht hier, um Highscore zu knacken. Naja, fährst du eine Kurve. So, wir fangen auch direkt an, ein bisschen Geschwindigkeit reinzubringen. Weil der Anfang ist ja doch ein bisschen... Naja. Ich will nicht langweilig sagen. Aber ruhig. Die Stadt entwickelt sich ja. Das finde ich ganz genial bei dem Spiel. Macht ja echt Spaß. Aber natürlich fände ich schön, wenn ich auch an die hohen Highscore-Punkte kommen würde. Ich überlege. Er hat ja fast das. Naja. Er hat deutlich mehr. Sagen wir es so. So. Wie dumm die spawnen. Ich glaube, die Kreuzung ist auch nicht gut, die ich jetzt hier gebaut habe. Das wäre, oh, eigentlich ein Fall für den Kreisverkehr. Auch schön. Erste Woche gleich vorbei und schon zwei Farben unterwegs. Eine Startbrücke hatten wir ja. Eigentlich müssen wir mal gucken, dass wir mit Ampeln arbeiten. Kann ja mal einfach auf diese Kreuzung eine Ampel schmeißen. Gucken, ob das irgendwas bewirkt. Oder nur Stau. Er ist aber rot gefahren. Nein, Quatsch. Ich habe die Musik leiser gemacht. Ich glaube, jetzt ist sie zu leise. Ich muss noch mal gucken. Ich höre aktuell gar nichts. Ich fand es im letzten Video zu laut. Jetzt finde ich sie, glaube ich, zu leise. Ich muss da noch ein Zwischending finden. Für den Moment lassen wir es so. Ich will aber die Musik schon ein bisschen hören. Ich fand sie nicht so schlecht. Ich fand sie nicht nervig oder so. Ah, mal ganz schnell Pause machen. Wie verbinden wir das am besten? So hier rüber. Meine schönen Kurven. Ja, los. Obwohl das natürlich auch sehr viel Straße hier verschlingt. Hier kann man ein Stück sparen. Sparen ist immer gut. Ist gut auf dem Konto und gut in der Stadt. Eine Ampel haben wir noch, eine Brücke haben wir. Noch ist nichts Neues. Ah, schön. Kreisverkehr nehmen wir mit. Wenn ich jetzt den Kreisverkehr auf die Ampel packe, geht nicht. Okay. Und wie kriege ich die Ampel da wieder raus? Ach so, einfach rausklicken. Und dann den Kreisverkehr da rein. Da geht kein Kreisverkehr rein. Okay, dann ist das die Ampelkreuzung. So. Na, erstmal so. Gucken wir später. Ja, von mir aus. Jetzt müssen sie hier alle sehr eng durch. Ist wahrscheinlich auch nicht optimal. Das hier gefällt mir gar nicht. Aber mir gefällt mehreres nicht. Wenn ich hier eine Straße durchziehen würde, das hier oben wegmache. Ich meine, den blauen ist es doch... Danke. Wieso spawnst du so schlecht? Du bist auch nicht besser. Halt. Nein. Ich nehme mal die Brücke erst und dann machen wir kurz eine Pause, damit ich das hier wieder reparieren kann. Nee, das kann ja so gehen. Und dann so. Ist, glaube ich, besser. Das kann allgemein so gehen, dann kann das weg. Der kommt wieder sparen.
Ich glaube, so lassen wir's. Mal wieder Vollspeed. Müssen ja wahrscheinlich früher, später hier eh eine Brücke rüberziehen. Da wahrscheinlich. Und hier oder so. Also schon ganz gut, zwei zu haben, denke ich. Bis jetzt scheint es auch noch gut abzulaufen. Mir gefällt das halt echt gar nicht. Oder ob ich das ein bisschen verlege. So quasi so. So, so. Das ist sowieso angeschlossen. Jetzt fahren die da lang. Jetzt brauchen wir das nicht mehr. Ein gelber. Ich glaube, das ist das Sinnvollste. Oh ja, schön. Und der blaue kann dahin. Hier ist eine schöne blaue Siedlung. Highway. Nehmen wir direkt mit. Brauchen wir. Safe. Die Straße ist sehr voll hier. Und jetzt kommt grün, aber da können wir einfach ein gerades Stück bauen. Klar, spawn einfach, während ich das dahin baue. Nee, du sollst nicht da lang fahren, fahr da lang. Oh, oh. So, wollen wir weiter gucken. Mist. Wie verbinden wir die? Ein Highway halten wir schon. Den könnten wir ja einfach hierhin. Klack. Ich glaube, das machen wir auch. So früh schon. Ziehen es einfach so. Wir können immer noch umbauen. Ja, mal gucken, was passiert. Immer schön aufpassen, ob irgendwo ein neues Haus kommt. Das ist das Allerwichtigste. Jedes Haus ist ein Auto mehr. Oh, ist gerade. Nee. Ich dachte gerade, wäre die Map größer geworden, aber Quatsch. Ja, 200 Punkte. Schön. Woche 5. Woche 5 schenkt uns noch eine Brücke, weil Ampeln, ich weiß ja nicht. Sollte ich nutzen. Den machen wir einfach dahin. Das verbinden wir da lang. Ist auch nicht schön. Aber es ist funktionell. Könnte von hier hinten in den Highway nach. In der Mitte ziehen. Aber ich glaube, tut auch noch nicht Not. Noch nicht. Wohlgemerkt. Ja gut, der blaue ist ja einfach anzuschließen. Der hat sich auch schon upgradet, genauso wie er hier. Ah, das rote Haus war auch ganz nett. Läuft aktuell. Was aber auch nichts heißt. So, da kann ich natürlich jetzt nichts mehr bauen. Ach. Herrje. Ziehen wir es so darüber. Und den nach da. Läuft. Sehr schön. Damit können alle frei fahren. Und perfekt. Direkt angebunden. Besser kann es ja nicht spawnen. Würde ich jetzt mal behaupten. Grünes Haus muss eigentlich dahin. Aber langsamer. So. Erstmal noch nicht die Brücken verschwenden. Gut, in der Zwischenzeit ist auch nichts gespawnt. Ich verbinde das mal so für die Zukunft, dass ich das nicht vergesse. War scheinbar auch nicht verkehrt. Wo will er hin?
Er fährt da ganz oben hin. Dann baue ich da noch eine Straße hier lang. Dann kann er in Zukunft einen kürzeren Weg fahren. Und hier ist ein rotes Haus gespawnt, das habe ich gesehen. Okay. So, das Weiße schließen wir erstmal da an. Ach schön, direkt angebunden. Das heißt nichts Gutes, das habe ich wohl gelernt. Tja, wie verbinden wir das? Wir haben noch zwei Brücken auf Tasche. Wir nehmen jetzt den Kreisverkehr mit und verbinden aber erstmal. Verbinden das so. Und was auch immer da kommt, muss ja. Ja, da kommt, brauchen wir jetzt die Brücke. Ziehen wir da lang. Aber hier eine schöne lange Gerade. Scheint zu laufen. Aktuell. Oh, ich habe ich übersehen. Ja, da ist ein Gelber mit hingekommen. Jetzt habe ich ein Problem, aber das können wir ganz einfach lösen. Oh, hier ist sowieso ein Problem. Ich bin für den Kreisverkehr. Kreisverkehr. Ich kann das, den Kreisverkehr nicht einfach auf eine Kreuzung setzen. Wegen dem Fluss hier. Oh, da oben. Erstmal das rote Haus verbinden. Die gelben verbinden. So. Ich würde gerne eine Highway bauen. Wie viele Straßen haben wir noch? 12 und es ist Freitag. 12 und es ist Freitag. Wo lang verbinden wir? Ich würde fast sagen, wir setzen den an den Punkt. Und lassen ihn nach da gehen. Und machen wieder los. Jetzt wollen die natürlich alle hier unten hin, ist ja klar. Das Haus. Oh. Oh nein. Das soll verbunden bleiben. Das soll so. Das Rote kann auch wieder dran. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich. Ne, wollte noch einen Kreisverkehr, den wir nicht bauen. So, kann ich da jetzt einen Kreisverkehr draufsetzen? Nein. Geht auch nicht. Irgendwie geht es nicht. Ist irgendwo was gespawnt, was ich übersehen habe? Es sieht alles gut aus. Ich verbinde die Straße mal und hoffe, dass das ein bisschen Verkehrsfluss von hier nimmt. Wie geht das mit dem Kreisverkehr? Er hat sehr viel Bedarf hier. Obwohl die Häuser ja eigentlich alle sehr nah wohnen. Hä? Ja, danke schön. Tja, verbinde ich das wohl nicht. So, das ziehen wir da runter. Was soll das denn hier? Ich kann das auch nicht irgendwie zusammenkriegen. Ah, so geht es. Hoffen wir mal, dass das gleich funktioniert. Und schön wäre es ja auch, wenn ich diese beiden drei Häuser verbinde. So. Ziehen wir hier eine Gerade durch. Und da. Dann können die hoffentlich nach da fahren. Die können auch dahin. Da kommt natürlich ein Gelber hin, ist ja auch klar. Die Map muss wachsen, dann kann ich das Haus anschließen. Ist natürlich gemein, dass da sowas spawnen kann. Das müsste eigentlich gemacht, so gemacht sein, dass das nicht funktioniert. Hier ist auf jeden Fall sehr viel Verkehr. Da machen wir auch schon mal für die Zukunft schon mal einen Kreisverkehr hin. So, habe ich irgendwas übersehen? Geht ja immer recht schnell. Aber es sieht ganz gut aus. Ah ja. Gerade schön mit reingekommen.
Der gelbe kommt aber schnell hoch. Hier ist ein bisschen Verkehrschaos. Na komm. Und er wird hier gleich auch meckern. Sage ich ja. Ah ne, ich dachte, der meckert auch. Lass mal die Brücke mitnehmen. Ich spiele auf langsam und trotzdem habe ich Probleme. Ich weiß nicht, wie ich hier mehr Rot hinkriegen soll. Außer wir nehmen den Highway, bauen den hier hin. Oh, Kreisverkehr kann ich nicht anschließen. Dann schließt man da an. An der roten Siedlung direkt und hoffen, dass das funktioniert. Wie können wir hier Verkehr wegnehmen? Warum wollen die alle hier lang? Ist die große Frage. Was wollen die Gelben hier? Die Gelben wollen da hoch. Machen wir das so. Dann können die da hoch. Und wir schließen mal wieder ein paar Häuser an. Da ist noch ein roter. Das blaue geht immer noch nicht. Schade. Das blaue kann. Das ist aber unschön. Blaue kann so und das blaue kann dann runter. Der grüne hat eine lange Auffahrt. Den roten lasse ich mal zu der roten Siedlung fahren. Oh, hier ist auch hart. Kann man dann Kreisverkehr? Ja, easy. Hier ist halt echt langsam. Viel Verkehr. Kann das auch nicht anders beeinflussen. Ich kann ja hier keine Straße bauen. Diese Straße wird überhaupt nicht mehr genutzt. Doch, von dem. Cool. Naja, aber darfst du jetzt seine Auffahrt hier teilen? Habe ich noch ein Haus übersehen? Das geht immer noch nicht anzuschließen. Er hat sehr viel Bedarf. Verdammt. Die Grünen hängen hier alle fest. Aber da, wo ich den Kreisverkehr setze, da wird es besser. Wird es vielleicht mit Ampeln auch besser? Wir machen mal einfach zwei Ampelkreuzungen und gucken, was da passiert. Die haben es gerettet gerade noch. Dafür ist das Blaue jetzt am Meckern. Kreisverkehr. Yes. Ich würde dann gerne die Ampel abreißen und da einen Kreisverkehr reinsetzen. Kreisverkehre haben bisher genutzt. Dieser Autobahn staut es sich extrem, weil hier es halt nicht funktioniert hat. Ich hoffe, dass es sich jetzt auflöst. Dieser Highway wird gut benutzt und er funktioniert. Hier kommen gerade sehr viele blaue Autos an. Sehr schön. Oh, da oben habe ich was übersehen. Jetzt sind die auch angeschlossen. Hier ganz hinten ist ein blauer. Der hat einen weiten Weg. Das da kann ich immer noch nicht anschließen. Gelbe mache ich mal zum Gelben. Ein paar Errungenschaften, nicht schlecht. Oh, hier wird es schwierig. Ja, die haben halt einen langen Weg und hier stehen so eine Ampel. Shit. Shit, shit. Sieht schon wieder nicht gut aus. 1000 Punkte bisher. Und er mag uns gleich nicht mehr. Warum fahren die Grünen alle nach oben? Wohnen die alle da? Ich kann ja hier die Siedlung verbinden, aber das bringt jetzt auch nichts mehr, glaube ich. Ich glaube, jetzt ist vorbei. Donnerstag. Ich glaube, meine Ampelkreuzung. Ich glaube, die hat schon ein bisschen was gebracht, aber nicht so viel, wie ich mir erhofft habe. Also man braucht scheinbar nicht alle Häuser. Aber es ist, glaube ich, besser, wenn man sie doch anschließt. Ich meine, ist ja jedes Mal ein Auto, was fahren kann. Die Straßen wollen wir nicht. Gelbes Wohngebiet. Hier kommen gerade viele Grüne. Wo war das andere? Ich glaube, das andere hat geschafft. Okay. Nee, da ist es. Das sind noch zwei, bevor der Timer. Nein, das wird nichts mehr.
Das wird nichts mehr. Das. Oh, nee, doch nicht. Okay, ich nehme jetzt noch einen Highway. Mal Pause. Und weiß trotzdem nicht, was ich tun soll. Hier fehlen uns Weiße. Die Weißen sind eigentlich sehr gut angeschlossen. Ich könnte höchstens hier eine Straße ziehen und hoffen, dass die sich ein bisschen erholen. Oh, hier ist auch noch ein Roter gespawnt. Blup. Und der da runter. Können wir auch so machen. Aber wo setzen wir den Highway hin? Das ist das nächste, was uns Kopfschmerzen bereiten wird. Das Weiße ist das Problem. Ich kriege die Weißen da nicht so schnell hin. Nee, will ich auch gar nicht. Hier gibt es einen weißen Highway. Ach, wir gucken mal. Nichts zu ändern kann eigentlich auch keine Lösung sein. Aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Das Haus binden wir noch an. Oh. Oh. Er schreit natürlich um Hilfe. Wann habe ich die Brücke abgerissen? Habe ich geträumt? Okay. Das wird jetzt das Problem sein. Wann habe ich denn aus Versehen die scheiß Brücke abgerissen? Wir hatten viel zu wenig Autos unterwegs. Eigentlich schreit das nach einer Wiederholung. Ja, okay, das war's. 79 Tage. 1269 Punkte. Naja. Ich guck mal nach, was die anderen so geschafft haben. Ich würde aber sagen, das war's wieder. Immer daran denken, das nächste Video kommt bestimmt. Bis zum nächsten Mal und tschüss.